Hey! Hey! Hier wird nicht gespuckt. Guckst du noch einmal, gibt's dir Ärger, mein Freund. Hallo. Was, hallo? Kennt ihr das? Die Angst, die genau solche Situationen an öffentlichen Orten auslösen? Das ungute Gefühl, wenn ihr nachts allein durch Bahnhöfe lauft? Ich habe gar nicht gemerkt, dass irgendwie jemand auf mich zugekommen ist und habe mich so umgedreht und dann war irgendein Typ super nah an meinem Gesicht. Und er meinte so, ich hole mir deine Augen. Und ich habe in dem Moment wirklich richtig Panik bekommen. Nur eine von drei Frauen fühlt sich nachts in Bus und Bahn sicher. Besonders Bahnhöfe gelten als sogenannte Angstorte. Die Angst ist groß, obwohl die Straftaten im öffentlichen Raum abnehmen und immer mehr Kameras und Personal für Sicherheit sorgen. Ja, nicht hier, ne? Aber das wisst ihr doch. Woher kommt unsere Angst und was können wir gegen sie tun? Ich rede mit Menschen, die Angst haben, mit denen, die uns die Angst nehmen sollen und mit denen, vor denen wir Angst haben. Die brauchen da nicht keine Angst haben. Ich bin ja nicht ein lieber und sanfter Mensch eigentlich. Angst an öffentlichen Orten. Ganz ehrlich, ich habe das bislang belächelt. Als Mann, an das Berliner Chaos gewöhnt, mache ich mir selten Sorgen. Doch seit ich einen Freund habe, denke auch ich anders über das Thema nach. Wenn wir uns nachts in der U-Bahn küssen, dann fühle ich mich nicht sehr sicher. Zum Anfang unserer Recherche haben wir auch euch gefragt. Wie sicher fühlt ihr euch in Deutschland? Habt ihr Angstorte? Auf Instagram haben wir vor allem von Frauen viele Nachrichten erhalten. Zum Beispiel hat mir eine Mutter geschrieben, dass ihre 15-Jährige sich in der U-Bahn ständig unsicher fühlt. Die Menschen seien irgendwie gruselig. Und ich habe danach gefragt, kann ich mal mit der Tochter sprechen? Und dann meinte die Tochter, sie weiß gar nicht, was sie groß zum Thema sagen soll. So wörtlich ist doch normal, dass man sich als Mädchen unwohl fühlt in der U-Bahn. Das klingt so beiläufig, aber ist irgendwie eine krasse Aussage. Tatsächlich zeigt eine Studie des Bundeskriminalamts, nur jede dritte Frau und auch nur 60% der Männer fühlen sich nachts in Bussen und Bahnen sicher. Neu ist das nicht, aber wenn man sich umhört, dann wirkt es, als nehme die Angst zu. Vielleicht sind wir seit Corona von öffentlichen Orten überfordert. Vielleicht ist es die Zuwanderung, die einigen Angst macht. Oder es sind Berichte über tatsächliche Gewalttaten, die jahrzehntelang zurückgingen und nun auf einmal wieder auf das Niveau von 2010 gesprungen sind. Jedenfalls ist sie da, die Angst, und wir sollten über sie sprechen. Auf unseren Aufruf meldet sich auch Sophia. Wir treffen uns in Berlin am Bahnhof Zoo. Doch zu Drehbeginn hat Sophia nochmal ein paar Bedenken. Ja, dass es halt so auch erfahrungsgemäß irgendwie belächelt wird. Ich glaube, dass halt viele, gerade viele Männer, das Thema vielleicht nicht so wichtig finden. Und weil Männer halt einfach andere Sorgen vielleicht haben, wenn sie irgendwie nachts unterwegs sind und irgendwie Angst haben, dass sie jetzt geklaut werden oder irgendwie der Geldbeutel wird abgezogen. Aber so als Frau hast du halt einfach viel tiefere Ängste. Sophia erzählt, dass sie und ihre Freundinnen bestimmte Stationen meiden, lieber zusammenfahren. Sie zeigt mir den U-Bahnhof Hansaplatz. Da hat Sophia lange gewohnt und ihre bislang gruseligste Erfahrung gemacht. Hier so, würde ich sagen. Und ich hatte halt meine Kopfhörer in den Ohren und habe irgendwie auf dieses Anzeigeschild geschaut, wann die U-Bahn kommt, und war irgendwie so in Gedanken. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass irgendwie jemand auf mich zugekommen ist. Und dann habe ich mich so, ich stand hier so und habe mich so umgedreht und dann war irgendein Typ super nah an meinem Gesicht. Und ich habe mich so umgedreht und habe ihn bemerkt und habe mich total erschrocken und bin irgendwie so zurück. Und dann hat er angefangen, mich zu beleidigen, hat mich irgendwie auf meinen Körper reduziert und hat halt angefangen, irgendwelche wüsten Sachen auch zu sagen. Und was mir so in Erinnerung geblieben ist, weil das so unheimlich war, er meinte dann, ich hole mir deine Augen. Und ich habe in dem Moment wirklich richtig Panik bekommen, weil so ein Mensch ist ja eindeutig irgendwie nicht ganz klar oder auf Drogen oder keine Ahnung, auf jeden Fall unberechenbar. Das war auf jeden Fall eine super gruselige Situation und ich hatte richtig Herzrasen, also ja. Der Mann ist Sophia nicht gefolgt, aber diese Momente prägen sich ein. Und das macht das Thema Angstorte so diffus. Meistens passiert ja nichts Schlimmeres, aber das Unwohlsein, das ist dennoch real. Wir lassen erstmal die
Und viele Verkehrsbetriebe reagieren darauf mit immer mehr Kameras. Ich sehe hier direkt, wenn man reinkommt, ist einer, dann ist hier gleich einer, da ist einer. Ist das was, was dir Sicherheit gibt oder nicht wirklich? Eigentlich nicht wirklich, weil es ist ja niemand da. Es ist niemand greifbar in der Situation. Und was bringt mir das, wenn mir schon was passiert ist? Und dann können Leute das dann genau auswerten und sich die Bilder anschauen. Aber es ist ja schon passiert. Das heißt, dir würde es zum Beispiel mehr helfen, wenn halt hier Personal, keine Ahnung, ich sehe da, das sieht aus wie so ein Häuschen, wenn da halt zum Beispiel immer jemand wäre oder so? Also irgendwie Sicherheitspersonal auf dem U-Bahnhof? Ja, voll. Oder zumindest irgendwie an schwierigen Orten oder an schon vorbelasteten Bahnhöfen. Also ich würde mich da sicherer fühlen, glaube ich. Mehr Kameras, mehr Personal. Ein weiterer Ansatz ist, Orte umzubauen. Das wäre laut Sophia zum Beispiel auch an diesem U-Bahnhof dringend nötig. Weißt du, was ich meine? Naja, hier ist überdacht alles, ne? Ja, ja, es ja. gibt übelst viele Ecken und keine Ahnung, was da hinten ist. Da kommt auch Gebüsch und so. Ja. Naja, ich verstehe, dass das abends hier nicht so das geile Gefühl vielleicht ist. Also ich kam immer von dort. Ich habe dort in der Richtung hier gewohnt und bin dann hier so immer so durchgelaufen und ja, bin immer so ein bisschen gedockt, um einfach schnell runterzukommen. Was würdest du denn jetzt denken, was man hier oben so machen kann? Was würde dir denn hier helfen, wenn du jetzt hier noch wohnen würdest? Vielleicht das einfach komplett wegreißen und einfach heller machen. Und ja, mehr beleuchten. Ist das zum Beispiel jemand, der, also ne, der kam ja irgendwie gerade so husten in unsere Richtung, ist das jemand, der dir potenziell irgendwie Angst macht? Wenn Menschen in der Ecke in Ruhe sitzen, dann stört mich das nicht. Aber wenn Leute auf mich zukommen und mich ansprechen und nicht weggehen, wenn ich eindeutig sage, dass ich nicht sprechen möchte, dann bekomme ich da schon Angst. Jeder meiner Freundinnen hat das auch erlebt. Schlüssel in der Faust auf den Nachhauseweg. Einige Städte reagieren und bauen Angstorte bereits um. Mehr Licht und bessere Sichtachsen, damit man sich weniger fürchtet. Tatsächlich sind aber Angstorte selten besonders gefährlich, wie viele Studien zeigen. Dunkelheit, Graffitis, Dreck wirken gruselig. Wenn man sich aber zum Beispiel die angezeigten Vergewaltigungen anschaut, dann passiert der Großteil im häuslichen Umfeld und nur selten durch Fremde. Frankfurt Hauptbahnhof, Freitagabend, 20 Uhr. Ein klassischer Angstort, das ganze Bahnhofsviertel hat einen schlechten Ruf. Gegen das Angstgefühl setzt die Deutsche Bahn Sicherheitskräfte ein. Dario und Chrissy, beide hier ausgebildet, mittlerweile Führungskräfte, kann ich heute für 5 Stunden begleiten. Ja, wir werden jetzt den Bahnhof bestreifen, werden gucken, was wir so feststellen, ob die Hausordnung hier eingehalten wird. Wenn es zum Beispiel auch jetzt Reisende gibt, die irgendwelche Fragen haben zu einer Reiseverbindung, dann werden wir da auch Auskünfte geben. Und ansonsten lassen wir uns einfach überraschen. Dann, los geht's. Los geht's. Wir folgen euch. Okay, alles klar. Mehrere Kilometer liegen wir zurück, zwischen den Fernzügen, dem Vorplatz und den Bahnen im Untergrund, immer hin und her. Viele Situationen sind recht banal, manche eher komisch als gefährlich. Rechts, ja. Runter, hier. Und dann runter. Danke. Prego. Hallo, guten Abend. Ja. Servus. Servus. Alles gut? Ja, genau, ja. Schieben, nicht fahren. Okay? Genau. Schieben. Perfekt. Doch es geht auch rauer zu am Bahnhof. Und wir treffen auf Leute, um die es in diesem Film geht, die an Bahnhöfen abhängen und vielen von uns Angst machen. Hallo. Hi. Idee der Sicherheit. Nein, einmal stehen bleiben. Ausweis dabei. Spiegelang an der Wand. Ich sehe was. Ich sehe was im dunklen Land. Ja. Pack's zusammen, ja. Alles klar. Kannst du dir aber auch draußen bitte drehen? Ja, nicht hier, ne? Sie können hier nicht liegen. Das ist kein Schlafplatz, Sie müssen aufstehen. Ich komme, der Wichser. Hallo. Was, hallo? So, guten Tag, der Herr, hallo. Gehen Sie raus, freiwillig, ja? Hey! Hey! Hier wird nicht gespuckt. Spuckst du noch einmal, gibt's Ärger, mein Freund. Das sind die bedrohlichsten Situationen, die ich in den 5 Stunden mit Dario und Chrissy erlebe. Teilweise ist es auch unsere Kamera, die für Emotionen sorgt. Doch die Präsenz der Sicherheitskräfte wirkt, finde ich, und Konflikte werden schnell gelöst.
Aber ich sag jetzt mal so, dass hier bestimmte Leute so rumhängen auf dem Vorplatz, die nicht unbedingt zum Sicherheitsgefühl wahrscheinlich von manchen Leuten beitragen. Daran könnt auch ihr jetzt nichts ändern, aber dadurch, dass ihr da seid, versucht ihr ein sicheres Gefühl zu geben. So kann man es zusammenfassen. Ja, ich meine, wir sind ja immer noch ein freies Land, ne? Und ich kann mich ja hier aufhalten. Was wollen wir jetzt? Trennt euch einfach. Wir trennen ein bisschen Polizist oder wir müssen. Oder was willst du jetzt noch hier stehen? Was willst du jetzt sagen? Wollen wir es jetzt auch klären, nicht du? Dann mach die Flasche weg, komm schon, du gehen da hinten hin. Ganz einfach wie Männer. Schwuchtel, ist kein Mann. Wenn ein Typ da rumstresst, keine Ahnung, worum es geht. Ich glaube, er lässt sich nichts von denen sagen, weil sie nicht Polizei sind. Okay, beleidigt ihn auch noch homophob. Dutzende Leute bekommen die Aggression mit, dann noch schwulenfeindliche Beleidigungen. Das macht natürlich was, mit so einem Ort, auch mit mir. Aber die Sicherheitsleute sind ja da und das beruhigt. Doch dann geraten auch Dario und Chrissy an ihre Grenzen. Wir sind im Übergang zur U-Bahn, eigentlich kein Deutsche Bahngelände mehr, als jemand auf dem Boden gerade eine Heroinspritze ansetzt. Jetzt versprichst du das? Wenn ich in 5 Minuten wiederkomme und du bist noch hier, gibt's Ärger. Okay? Versprochen ist versprochen. Gut. Wir warten hier ein bisschen außerhalb. Geben ihm jetzt kurz Zeit, fertig zu konsumieren. Und dann, wenn er geht, hat sich die Sache erledigt. Ja, das Problem ist, die kochen sich das ja warm und ziehen sich das dann auf. Und dann müssen sie es direkt konsumieren, weil sonst ist es nicht mehr brauchbar. Und wenn wir ihn jetzt das nicht konsumieren lassen würden, hätten wir eher ein Eskalationspotenzial, weil er ja dann seinen Stoff nicht nehmen kann. Und deswegen warten wir dann immer ab, lassen ihn fertig machen und bringen ihn dann raus oder er geht dann freiwillig halt raus. Und das ist das Problem, dass er die Vene nicht findet. Ab einem gewissen Grad, wenn man öfters konsumiert, vernarbt sich das halt alles. Dann haben sie es halt schwerer, die Nadel zu setzen. Und deswegen dauert es dann manchmal ein bisschen länger. Mädchen, die irgendwie von einer Party nach Hause kommen oder so, verstehe ich, warum die dann sagen, ich lege lieber ein Uber oder ein Taxi, als jetzt hier umzusteigen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich meine Tochter hier lang schicken würde, nein. Ne? Würde ich als Vater nicht machen. Mutig, wie Dario das hier ganz offen sagt, quasi als Privatmensch. Er gibt sein Bestes, um die Situation ruhig zu lösen und kann doch nicht verhehlen, welchen Eindruck das hier gerade erzeugt. Wie ist das für dich, das zu sehen? Ich habe es in Berlin auch schon oft genug an Bahnhöfen gesehen, aber also jetzt sehe ich es halt mit einem anderen Auge, sonst gehe ich ja dann auch wahrscheinlich dran vorbei einfach, ne? Und okay, jetzt versucht das am Bein. Also halt es so lange zu sehen und zu sehen, wie er es nicht hinbekommt, ist nicht gerade schön. Nach 10 Minuten ist der Mann fertig und hält sein Versprechen. Er verlässt den Platz und geht raus. Im Endeffekt müssen wir auch auf unsere Eigensicherung achten. Und er hat ja eine Nadel, also er hat eine Spritze mit einer Nadel. Und wenn wir jetzt ihn anpacken müssten, um ihn rauszubringen, um unbedingt unser Ausreich durchzusetzen, wenn wir uns selber in Gefahr bringen, eventuell die Nadel selber bei uns stecken haben. Und das will keiner von uns. Und deswegen warten wir ab, bis sie fertig gemacht haben. Obwohl es ja eigentlich verboten ist laut Hausordnung. Und dann schicken wir sie raus. Wenn man fies ist, könnte man jetzt sagen, die Bahn kapituliert gegenüber den Heroinsüchtigen. Ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Denn Dario und Chrissy haben mir in ihrer Schicht gezeigt, wie man für Sicherheit sorgt, indem man menschlich bleibt. Aber klar, die krasse Präsenz von Suchtkranken, die bleibt bei mir hängen. Und oft sind es eben diese Menschen, die so manchen Bahnhof zu Angstorten machen. Auch das Cottbusser Tor in Berlin ist seit Jahrzehnten für eine offene Drogenszene bekannt. Und viele Leute sagen, irgendwie sind einige Suchtkranke derzeit krasser drauf, aggressiver, angsteinflößender. Ich will wissen, warum, und besuche den Drogenkonsumraum direkt am Platz. Hallöchen. Tagchen, hi. Willkommen in Marimba. Der Drogenkonsumraum wird von Fixpunkt betrieben und dessen Chef ist Raphael. Wir filmen morgens, bevor das Angebot startet, denn normalerweise darf hier niemand mit Kamera rein, erst recht nicht bei laufendem Betrieb. Denn hier geht es um einen abgeschirmten und sicheren Drogenkonsum. Am Eingang gibt's saubere Spritzen, dann einen Aufenthaltsraum mit Kaffee, Tee, Internet. Außerdem werden Wunden versorgt oder Therapien vermittelt.
Und dann gibt es das Herzstück der Einrichtung, den Konsumraum. Wir wollen nicht, dass die Leute in der Öffentlichkeit konsumieren. Wir wollen nicht, dass die Leute in unsicheren Bedingungen konsumieren. Und im Normalfall sind die Menschen, die zu uns kommen, ja auch keine Menschen, die gerne in einem öffentlichen Raum, im Park oder sonst wo konsumieren, sondern sehr froh sind, wenn sie eine Möglichkeit haben, wo sie sicher und sauber konsumieren können. Laut Raphael gibt es an den drei Standorten von Fixpunkt 5.000 bis 6.000 Konsumvorgänge im Monat. Also 5.000 bis 6.000 weniger Konsumvorgänge in der Öffentlichkeit. Hinter dem Raum zum Spritzen gibt es einen zweiten zum Rauchen. Und hier beobachten Konsumräume deutschlandweit eine eindeutige Tendenz. Die Hauptsubstanz beim inhalativen Konsum ist Crack. Und in der Menge, der Gesamtheit der Dinge, die bei uns in den Konsumräumen konsumiert werden, merken wir auch, dass Crack mittlerweile Heroin von den Zahlen her einholt bzw. ablöst. Und das hat Auswirkungen. Während Heroin eher beruhigt, wirkt Crack aufputschend. Das führt zu Konflikten, wenn sich Crack-Abhängige im öffentlichen Raum bewegen, Geld für die nächste Dosis besorgen und auf Bahnreisende treffen. Wenn dann die Substanz wieder nachlässt, dann sind die Menschen manchmal auch feindselig, fühlen sich verfolgt, haben Psychosen. Und die meisten, die zu uns kommen, haben ja auch keine psychiatrische Behandlung, haben keine psychiatrische Therapie, die eigentlich notwendig wäre. Verstehst du, dass Leute Angst auch vor den Menschen irgendwie haben? Oder ist das irgendwie unfair? Oder wie siehst du das? Ich kann es nachvollziehen, dass die Menschen ein ungutes Gefühl haben. Aber umso wichtiger ist es, dass wir die Schuld nicht bei den Menschen, bei suchtkranken Menschen suchen, sondern eher schauen, das können wir als Gesellschaft ändern. Es bräuchte mehr Wohnungen für Suchtkranke, sagt Raphael. Weil auch immer mehr Brachflächen zugebaut werden, landen die Menschen derzeit vermehrt an Bahnhöfen. Und auch wer vom Stoff weg will, hat es immer schwerer. Es fehlt an Ärzten, die Substitutionstherapien anbieten, an Plätzen in Entzugskliniken. Das Gesundheitssystem ist am Limit. Und es ist ja aber auch in der Gesellschaft mittlerweile so, dass die am lautesten schreien, dass sie nicht wollen, dass Drogenkonsumentinnen sich am Bahnhof aufhalten, sind auch die Ersten, die dagegen sind, wenn man sagt, man nimmt Geld in die Hand, um soziale Hilfen für diese Menschen zu schaffen. Was ich mitnehme, Angst bekämpft man sicherlich auch mit Kameras und Sicherheitskräften. Aber wenn wir uns um die Menschen im psychischen Ausnahmezustand kümmern, die uns Angst einjagen, dann ist das deutlich effektiver. Und mit diesen Menschen will ich jetzt sprechen. Am Berliner Hauptbahnhof gibt es eine Bahnhofsmission. Bernd, Detlef und René sind obdachlos und bekommen hier ihre Post oder ziehen sie Strom fürs Handy. Kriegt ihr das mit, diese Debatte um, boah, ich fühle mich unsicher an Bahnhöfen und so, besonders auch junge Frauen? Kriegt ihr dieses Thema mit? Auf jeden Fall. Ja, dass zum Beispiel Leute einen Bogen um einen machen oder rücken einen Sitzplatz weiter oder sowas, ne, das bekommt man dann schon mit, dass sie sich unwohl fühlen. Ne? Man hat eine Gruppe, die trinken sich da die Hucke voll, fangen an rumzupöbeln, schlafen auf dem Bahnhofsvorplatz oder sonst irgendwas. Ne? Und dann heißt es gleich wieder, alle Obdachlosen sind so. Durch meine Tätowierung da. Ist eben, die Leute denken dann anders von mir, weißt du, dass ich gewalttätig bin oder weiß ich was. Aber bin ich im Grunde genommen ja nicht. Ich bin ja nicht ein lieber und sanfter Mensch eigentlich. Das klang jetzt so wie, ihr müsst was dafür tun, dass euer Bild in der Öffentlichkeit besser ist oder so. Aber ihr seid ja Einzelperson, ihr seid ja nicht einzeln verantwortlich für alle Obdachlosen oder so. Das nicht, aber ich glaube, wir müssen schon ein bisschen dafür sorgen, dass nicht alle über einen Kamm geschoren werden. Ne? Ich möchte nicht, dass es heißt, man kann da nicht mehr hingehen, da ist ja alles nur noch ganz schlimm. Dass dieses Unverständnis, dass wir auch ganz normale Menschen sind, es beißt, tut weh. Wenn hier mal was passiert, sagen die drei, dann sind es eher Auseinandersetzungen unter den Obdachlosen selbst. Doch auch ihnen bereitet Sorge, was ich schon im Konsumraum erfahren habe. Crack ist auf dem Vormarsch, zum Beispiel in Bremen, wo Detlef herkommt. Immer mehr wird Crack geraucht, ne? Und aber die Leute sind wirklich aggressiver. Also ich kenne viele Obdachlose da, die haben früher gekifft und so. Da konnte man aber ganz normal mit denen reden, die waren umgänglich. Aber dann haben viele angefangen Crack zu rauchen und so, ne? Und dann fingen dann Leute zu bepöbeln und alles sowas, ne? Also da ist es sehr verbreitet. Solche Aggressionen gäbe es am Berliner Hauptbahnhof noch nicht. Da kann man sich bei DB-Sicherheit in gewisser Weise mitbedanken, auch wir, weil es würde uns auch Probleme machen, weil die kennen nachher weder Freund noch Feind.
Und auch unser Rucksack ist was wert und kann umgesetzt werden. Und das ist das, was eigentlich das Schlimmste ist, wenn man schon ganz unten ist und ganz unten sich noch gegenseitig beklaut. Ja, das ist eigentlich ein No-Go, wird aber trotzdem gemacht und passiert leider immer öfter. Und was auch hier schon in der Vergangenheit passiert ist, dass halt Obdachlose angezündet werden, passiert einem hier am Hauptbahnhof nicht. Ein spannender Perspektivwechsel, finde ich. Bahnhöfe können nicht nur für Leute wie mich ein Angstort sein, sondern auch für die Menschen, vor denen wir dort normalerweise Angst haben. Sicherheit ist also ein echt subjektives Empfinden. Tatsächlich ist es ja so, dass die Kriminalität im öffentlichen Raum seit vielen Jahren abnimmt. Aber die Angst, die gibt es ja trotzdem. Hast du dein Verhalten jetzt irgendwie angepasst oder generell, was sind so Sachen, die du machst, um dich vielleicht sicherer zu fühlen abends? Also was mir da ganz konkret einfällt, ist, dass ich, wenn ich irgendwie abends verabredet bin, gerade so im Sommer, wenn ich irgendwie einen kurzen Rock oder so anhabe, dass ich häufig erstmal eine lange Hose während der Fahrt erstmal so drüber ziehe. Und wenn ich dann angekommen bin, bei meinen Freunden bin, dann ziehe ich mich erst um. Ja, ich gucke mich einfach viel um. Ich versuche häufig so hinter mir eine Wand zu haben, dass ich jetzt nicht so mitten im Raum stehe und nicht sehen kann, ob jemand von hinten irgendwie kommt. Ich habe schon vor langer Zeit mal von meinen Eltern Pfefferspray geschenkt bekommen. Das habe ich auf jeden Fall dabei. Oder sie nutzt sogar ein Uber, obwohl sie sich das kaum leisten kann. Und das ärgert mich. Wir könnten gegen Sophias Gefühl der Angst viel mehr tun. Gruselige Ecken schneller umbauen und wieder Personal auf die Bahnsteige schicken. Und wir brauchen mehr Angebote für Suchtkranke, um sie von den Bahnhöfen wegzuholen. Denn es bringt ja nichts, die Angst wegzureden. Sophia und all den anderen zu sagen, dass es heute in Deutschland doch insgesamt viel sicherer sei als noch vor vielen Jahren. Ich habe bei dem Thema immer so ein bisschen Angst, dass man so Angstmacherei irgendwie macht, weißt du? Weil irgendwie sage ich mir, ey, in anderen Ländern ist es doch irgendwie viel gefährlicher. Ich wurde halt mal in Kolumbien ausgeraubt und zwar richtig mit hier so an Kragen gepackt und ein Messer am Hals. Also so eine Erfahrung, die du echt nicht machen willst. Was ich sagen will, in anderen Ländern ist sowas, glaube ich, so ein bisschen normaler. Also vielleicht zum Beispiel in Süd- oder Lateinamerika. Und dann denke ich mir so, boah, wir machen hier so ein Ding draus oder so, weißt du? Und dann denke ich mir wieder, die Sachen, die du ja aber erzählst und was das mit dir macht, so, das ist halt krass so. Und das passiert halt voll vielen Frauen vor allen Dingen. Aber weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie... Ja, ich verstehe, was du meinst, aber trotzdem kann ich diese Angst doch haben. Schlimmer geht immer. Aber dass ich mein Verhalten ändere und dass das mein Leben schon beeinflusst, das ist trotzdem ein Fakt. Also, Punkt, mehr, genau. Alle drei Sekunden umdrehen, nachts allein im Dunkeln, sag mir, was weißt du davon? Schaut doch gerne noch bei unseren Kolleginnen von Steuerung F rein. Die fragen angesichts kürzlicher Gewaltvorfälle, ob Kinder und Jugendliche heute gewalttätiger sind als früher. Aber alles nur Spaß, Mama hat uns gewarnt, das ist alles normal, doch was weißt du davon?